Utter-Seidenspinner Wohnwahnsinn. In Berlin, einer Stadt, die einst Kreative aus ganz Deutschland anzog, verändert sich der Wohnungsmarkt rasant. Die Wohnungspreise steigen in ungeahntem Tempo und der Traum vom erschwinglichen Wohnen in der Hauptstadt scheint Geschichte zu sein. Doch Berlin ist kein Einzelfall. Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist so angespannt wie nie zuvor. Große Städte bieten kaum noch bezahlbaren Wohnraum, während viele Wohnungen leer stehen, da sie reine Anlageobjekte für Investoren aus dem Ausland geworden sind. Wie konnte es zu dieser Wohnungsnot kommen? Diesen Fragen widmen sich die Kernaussagen dieser Zusammenfassung zu Wohnwahnsinn. Sie beleuchten die Gründe für die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt und erklären, warum deutsche Immobilien für ausländische Investoren so attraktiv sind. Darüber hinaus erörtern sie, welche politischen Maßnahmen ergriffen werden können und sollten, um den Bürgern wieder menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen. In dieser Zusammenfassung erfährst du außerdem, warum es in Frankfurt einfacher ist, eine Wohnung zu kaufen als in Shanghai, warum Städte und Kommunen wertvollen Wohnraum zu Schnäppchenpreisen verkaufen und warum Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland so leicht zu betreiben ist. Kernaussage 1: Deutsche Immobilien sind begehrte Objekte für ausländische Investoren. Die steigenden Mieten und die knappe Verfügbarkeit von Wohnraum haben den deutschen Immobilienmarkt zu einem attraktiven Ziel für internationale Investoren gemacht. Dieser Ansturm aus dem Ausland hat dazu geführt, dass viele Wohnungen und Häuser als reine Investitionsobjekte behandelt werden, ohne dass die Eigentümer tatsächlich darin wohnen. Die Attraktivität des deutschen Immobilienmarktes liegt in den vergleichsweise günstigen Preisen und der wahrgenommenen Sicherheit. Deutschland gilt als wirtschaftlicher Motor Europas, was das Land für Investitionen noch interessanter macht. Im Jahr 2017 gingen in Berlin die meisten Immobilientransaktionen an deutsche Eigentümer, doch oft verbergen sich hinter diesen scheinbar deutschen Eigentümern tatsächlich ausländische Investoren. Insbesondere bei Immobilienkäufen von mehr als 10 Millionen Euro ging die Mehrheit an ausländische Investoren. Die Anonymität des deutschen Immobilienmarkts ist ein weiterer Anreiz für internationale Käufer. Die Namensregister der Eigentümer sind in Deutschland nur einsehbar, wenn ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden kann. Dies unterscheidet sich von vielen anderen europäischen Ländern, in denen Grundbücher frei zugänglich sind. Im Laufe der Jahre haben verschiedene Gruppen von Investoren deutsche Immobilien erworben. In den 2000er Jahren waren es hauptsächlich Iren und Briten, gefolgt von Südeuropäern und Russen. Die aktuelle Stammkundschaft kommt vor allem aus China und dem arabischen Raum. Das gestiegene Interesse aus diesen Regionen ist zum Teil auf den Immobilienboom in Deutschland zurückzuführen und darauf, dass der deutsche Markt als stabil und nachhaltig wahrgenommen wird. Dieser Trend hat sogar dazu geführt, dass speziell für ausländische Investoren gebaut wird. Das neue Europaviertel in Frankfurt ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür. Es wurde entwickelt, um den Bedürfnissen internationaler Kunden gerecht zu werden, die vor allem modernen und gepflegten Wohnraum schätzen. Der Grand Tower, ein 172 Meter hohes Gebäude in diesem Viertel, war bereits Jahre vor seiner Eröffnung nahezu ausverkauft, wobei die meisten Einheiten von ausländischen Investoren erworben wurden, zu Preisen von bis zu 30.000 Euro pro Quadratmeter. Kernaussage 2: Immobilien sind ein attraktives Mittel für Geldwäsche und Kriminelle nutzen dabei verschiedene Tricks, um ihre illegal erworbenen Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf zu integrieren. Ein bekanntes Beispiel ist der ehemalige Wahlkampfhelfer von Donald Trump, Paul Manafort, der zu einem verurteilten Geldwäscher wurde. Er soll bis zu 75 Millionen US-Dollar in den Immobilienmarkt eingebracht haben, ohne von den Behörden erfasst zu werden. Manaforts Aktivitäten wurden ans Licht gebracht, weil er ins Visier des FBI geriet. Viele Geldwäscher, die ähnliche Methoden anwenden, bleiben jedoch unentdeckt. In Deutschland spielen Offshore-Firmen eine bedeutende Rolle bei diesem Prozess. Diese Offshore-Firmen, auch als Briefkastenfirmen in Steueroasen bekannt, erleichtern den Erwerb von Immobilien. Ein Schlüsselaspekt dieses Mechanismus sind sogenannte Limiteds.
Diese sind britische Kapitalgesellschaften, die der deutschen GmbH ähneln. Der Europäische Gerichtshof entschied 2004, dass Limiteds in Deutschland anerkannt werden können. Berichten zufolge gab es allein in Berlin im Jahr 2016 bereits 5000 britische Kapitalgesellschaften. Limiteds unterliegen dem britischen Steuerrecht und haben daher geringere Offenlegungspflichten. Sie können auch ihren Geschäftssitz in britischen Steueroasen wie den British Virgin Islands oder der Isle of Man haben. Im Gegensatz zu deutschen GmbHs bleibt bei Limiteds oft unklar, wer die tatsächlichen Eigentümer sind oder wer an ihnen beteiligt ist. Bei mehreren Geschäftsführern muss beispielsweise nur ein einziger Name veröffentlicht werden. Dies führt zu einem komplexen Netzwerk von Personen und Unternehmen, das von außen schwer nachzuvollziehen ist. Die Verwendung von Limiteds ist nur eine gängige Methode der Geldwäsche im Zusammenhang mit Immobilien. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte stieß bei seinen Recherchen im Jahr 2012 auf verschiedene Geldwäschemethoden in Deutschland. Eine beliebte Methode ist die sogenannte Loan-Back-Methode, bei der Kriminelle sich selbst Kredite gewähren, um Immobilien zu erwerben. Oft kaufen Investoren auch heruntergekommene Gebäude, sanieren sie mit Bargeld und verkaufen sie dann an verschiedene Parteien weiter, um sicherzustellen, dass die Einnahmen aus vielen unterschiedlichen und scheinbar seriösen Quellen stammen. Das Hauptziel der Geldwäsche ist es, die Herkunft illegal erworbener Gelder zu verschleiern, indem sie durch zahlreiche legale Transaktionen geleitet werden. Der deutsche Immobilienmarkt bietet hierfür eine günstige Gelegenheit, wie im nächsten Abschnitt erläutert wird. Kernaussage 3: Der deutsche Immobilienmarkt entwickelt sich zu einem regelrechten Paradies für Geldwäsche und es gibt wenig bis gar keine effektiven Gegenmaßnahmen. Während man bei Geldwäsche in Bezug auf Immobilien wahrscheinlich zuerst an Städte wie New York oder London denkt, könnte Deutschland bald ebenfalls zu einem Ziel für derartige kriminelle Aktivitäten werden. Die Tatsache ist, dass Deutschland zunehmend an Attraktivität für Geldwäsche gewinnt. Die Bundesregierung erklärte 2018, dass die Immobilienbranche ein besonders hohes Risiko für Geldwäsche darstelle. Eine Dunkelfeldstudie, die vom Bundesministerium für Finanzen im Jahr 2016 durchgeführt wurde, ergab, dass jährlich rund 20 Milliarden Euro aus illegalen Aktivitäten über den Immobilienhandel in Deutschland gewaschen werden. Obwohl die Bundesregierung die Probleme kennt, unternimmt sie nur wenig, um diese illegalen Machenschaften zu bekämpfen. Es gäbe jedoch einfache Lösungen. Das Bundeskriminalamt kritisiert seit längerem das Fehlen eines öffentlichen Grundbuchregisters in Deutschland, was es den Ermittlern schwer macht, herauszufinden, wer Immobilien im Besitz von kriminellen Unternehmen hat. Immobilienmakler tragen ebenfalls eine gewisse Verantwortung. Sie müssen die Identität des Käufers und die Herkunft des Kaufgeldes für Immobilien im Wert von mehr als 10.000 Euro überprüfen. Dennoch müssen verdächtige Transaktionen nur dann gemeldet werden, wenn ein subjektiver Verdacht besteht. Diese Gesetzeslücke wird natürlich ausgenutzt. Im Jahr 2016 meldeten nur 28 Makler verdächtige Transaktionen. Einige der großen Akteure auf dem Immobilienmarkt unterstützen sogar solche dubiosen Machenschaften. Banken und Immobilienunternehmen haben ein Eigeninteresse daran, Geschäfte abzuschließen und sind oft zu sehr am Geld der Kunden interessiert, um kritische Fragen zu stellen. Ein russischer Journalist unternahm einen Selbstversuch in Baden-Baden, um herauszufinden, wie einfach es ist, eine Villa im Wert von 2 Millionen Euro nur mit Bargeld zu kaufen. Das Ergebnis? Es ist erschreckend einfach. Ein Makler schlug ihm vor, ein spezielles Treuhandkonto bei einem Notar zu eröffnen, auf das er das Bargeld einzahlen könne. Die Banken in der Region wären angeblich sehr entgegenkommend. Tatsächlich ging die Immobilienabteilung der Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau sogar so weit, ihm zu raten, das Geld mit dem Privatjet einzuführen, da es dann ohnehin nicht kontrolliert würde. Kernaussage 4: Deutschland war einst ein Mieterland, bis der Wohnungsmarkt privatisiert wurde.
In den letzten Jahren haben viele Menschen in deutschen Großstädten nach bezahlbarem Wohnraum gesucht oder von Freunden gehört, die verzweifelt nach einer passenden Bleibe gesucht haben. Dabei ist offensichtlich, dass die Mietpreise kontinuierlich steigen. Doch das war nicht immer so. Bis vor nicht allzu langer Zeit konnten sich Menschen in deutschen Städten auf erschwingliche Mieten verlassen. Das erste gemeinnützige deutsche Wohnungsunternehmen wurde bereits 1847 gegründet. Während der Weimarer Republik wurden sogar 90% aller Neubauten staatlich gefördert. In dieser Zeit entstanden soziale Siedlungsprojekte von renommierten Architekten wie Walter Gropius oder Ludwig Mies van der Rohe, die auch heute noch geschätzt werden. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland bereits über 1 Million gemeinnützige Wohneinheiten. Sogar nach dem Krieg wurde der Bau bezahlbarer Mietwohnungen weiterhin staatlich unterstützt. Die Bundesrepublik Deutschland verabschiedete beispielsweise 1950 das erste Wohnungsbaugesetz, das den Bau von 2 Millionen Wohnungen in den nächsten 6 Jahren mit staatlichen Mitteln vorsah. In der DDR sorgten die 5-Jahrespläne dafür, dass ausreichend Wohnraum für alle zur Verfügung stand. Ab den 1990er Jahren begann die freie Marktwirtschaft jedoch auch den Wohnungsmarkt zu beeinflussen. Im Glauben, dass der Markt sich von selbst regulieren würde, verabschiedete sich die frisch vereinigte Bundesrepublik Deutschland immer mehr von der Idee eines staatlich regulierten Wohnungsmarktes. Ehemals gemeinnützige Wohnungen wurden immer häufiger an private Investoren verkauft. Die Unternehmenssteuerreform, die ausgerechnet unter der Ägide des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Schröder beschlossen wurde, gab den Startschuss für eine regelrechte Privatisierungswelle. Diese Reform schaffte unter anderem Steuern ab, die zuvor auf Gewinne aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen erhoben wurden. Dies zog internationale Investoren an. Gleichzeitig nutzten viele Unternehmen, die Werkswohnungen besaßen, die Gelegenheit, ihre Wohnungsbaugesellschaften an private Organisationen zu verkaufen. Selbst Kommunen und Städte machten sich die Liberalisierung des Marktes zunutze. Dresden war beispielsweise die erste Stadt, die im Jahr 2006 48.000 Wohnungen an den amerikanischen Investor Fortress für 1,75 Milliarden Euro verkaufte. Die Privatisierung hatte massive Auswirkungen auf den Wohnraum in deutschen Städten. Welche Auswirkungen dies genau hatte, erfährst du im nächsten Abschnitt. Kernaussage 5. Die Privatisierung des Wohnungsmarkts verteuert nicht nur das Mieten, sondern führt auch dazu, dass einst beliebte Wohnviertel zu regelrechten Problembezirken verkommen. Ein beispielhaft erschütternder Fall ist der Dortmunder Stadtteil Westerfilde. Lassen Sie uns genauer betrachten, was in Dortmund passiert ist. Im Jahr 1928 wurde die Ruhr-Wohnungsbau AG gegründet. Anstatt auf kurzfristige Gewinne aus zu sein, setzte diese Gesellschaft auf nachhaltige Wohnprojekte, insbesondere für Arbeiter und ärmeren Bevölkerungsschichten. Im Jahr 1940 erließen die Nationalsozialisten das sogenannte Wohngemeinnützigkeitsgesetz, welches festlegte, dass die Mieten gemeinnütziger Wohnungen nicht höher sein sollten als die laufenden Kosten. Dies sorgte für günstige Mieten und sicherte den Bestand an Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen, da der Verkauf dieser Wohnungen nun verboten war. Doch im Jahr 1989 wurde dieses Gesetz im Zuge der Marktliberalisierung wieder aufgehoben. Der Fall Westerfilde zeigt, wie die anschließende Privatisierung des Wohnungsmarkts ganze Viertel ruinieren konnte. Uta Seidenspinner führte Gespräche mit Arbeiterfamilien, die in den 1980er Jahren in die Dortmunder Siedlung gezogen waren. Früher sei Westerfilde eine beliebte Wohngegend gewesen, geprägt von Grünflächen, guten Verkehrsanbindungen und modernen Wohnungen. Heute hingegen sei fast jeder fünfte Bewohner arbeitslos und überall findet man nur noch Discounter und Sonnenstudios. Was ist passiert? Im Jahr 2005 wurde die einst soziale Ruhr-Wohnungsbau AG von der privaten Immobiliengruppe Deutsche Annington übernommen, die heute unter dem Namen Vonovia bekannt ist und mit 350.000 Wohnungen der größte Akteur auf dem deutschen Wohnungsmarkt ist. Mit der Abschaffung der Gemeinnützigkeit
und der Übernahme durch die deutsche Annington wurde der Wohnungsmarkt für Spekulanten geöffnet, die auf schnelle Rendite aus waren und genauso schnell wieder verschwanden. Niemand interessierte sich mehr für die Bewohner des Viertels. Die Konsequenz: Die Hausverwaltung wechselte ständig. Reparaturen wurden vernachlässigt, was dazu führte, dass viele Menschen den Stadtteil verließen. In einigen Gebäuden gab es bis zu 80% Leerstand. Dieser wurde mit Zeitarbeitern und allen, die man noch finden konnte, gefüllt. Die Kaufkraft und die Attraktivität des Viertels sanken rapide. Mittlerweile hat Vonovia das Viertel zurückgekauft, aber die Modernisierungen erfolgen auf Kosten der Mieter. Die Mieten stiegen durchschnittlich um etwa 25%, ohne dass das Viertel seine einstige Attraktivität zurückerlangt hätte. Kernaussage 6. Seit der Staat den Kapitalanlegern und Aktienmärkten das Feld mehr oder weniger überlassen hat, dominiert die Logik von Rendite und Gewinn den Wohnungsmarkt. Doch wie kann man die Situation verbessern und die Fehler der Liberalisierung korrigieren? Es gibt mehrere Ansätze, um Wohnraum wieder bezahlbarer zu machen. Eine Möglichkeit besteht darin, dass Städte die Bauflächen in den Zentren besser nutzen. Beim Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Städte wurden viele Flächen ineffizient genutzt. Beispielsweise wurden viele Bombenkrater einfach zu Parkplätzen umfunktioniert. Besser wäre es gewesen, diesen Platz mit mehrstöckigen Wohnhäusern zu bebauen. In Bezug auf moderne Stadtplanung gibt es positive Beispiele wie München und Frankfurt. München beispielsweise nutzt Dachgeschosse und baut Häuser auf, um mehr Wohnraum zu schaffen. In Frankfurt wird eine zentral gelegene, einstöckige Lidl-Filiale abgerissen, um Platz für zwei neue Wohngebäude zu schaffen. Nach dem Bau zieht die Filiale einfach wieder ins Erdgeschoss. Eine moderne Stadtplanung erfordert auch Lösungen für das wachsende Regelwerk an Bauvorschriften. Während es im Jahr 2000 in Deutschland etwa 5000 Bauvorschriften gab, sind es heute etwa 20.000. Dies hat zu einer durchschnittlichen Kostensteigerung von 40% zwischen 2007 und 2014 geführt. Der Abbau von Bauvorschriften wird jedoch durch Interessenkonflikte behindert. Zum Beispiel finanziert sich das Deutsche Institut für Normung zu 70% aus dem Verkauf von Normen und Normentwürfen. Je mehr Baunormen es gibt, desto mehr Einnahmen generiert das Institut. Dies gilt auch für Hersteller von Baumaterialien, da nur genormte Materialien verwendet werden dürfen. Eine mögliche Lösung für dieses bürokratische Problem könnten Baumodule sein, die weniger detaillierte Prüfungen erfordern. Verschiedene Module für Wohnzimmer, Küche und Bad könnten gestapelt und nach einem einfachen Steckprinzip verbunden werden. Schließlich wäre es sinnvoll, gezielt einkommensschwache Mieter zu fördern, anstatt Sozialwohnungen zu schaffen. In Deutschland fehlen etwa 1 Million Wohnungen und es müssen jährlich etwa 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Die gesteigerte Nachfrage führt zu höheren Mieten, die für einkommensschwache Haushalte immer unbezahlbarer werden. Eine Erhöhung des Wohngelds wäre eine sinnvollere Alternative, da dies bedürftigen Menschen ermöglicht, sich qualitativ hochwertigen Wohnraum leisten zu können. Kernaussage 7. Im letzten Abschnitt haben wir einige Maßnahmen vorgestellt, die zur Verbesserung der Wohnsituation beitragen könnten. Dennoch sind viele dieser Maßnahmen bisher nicht umgesetzt worden. Daher müssen sich Mieter und Wohnungssuchende oft selbst behelfen. Eine Möglichkeit bei der Wohnungssuche sind Wohnungsgenossenschaften. Diese handeln nicht gewinnorientiert, sondern sozial ausgerichtet. Sie erwerben Immobilien und vermieten sie zu fairen Preisen an ihre Mitglieder. Um Mitglied zu werden, kannst du sogenannte Pflichtanteile erwerben, deren Kosten je nach Genossenschaft variieren. Im Allgemeinen gilt, dass ältere Genossenschaften günstigere Anteile anbieten. Der Nachteil ist, dass es oft Jahre dauern kann, bis du eine Wohnung bekommst. Dennoch hast du nach dem Erhalt lebenslanges Wohnrecht. Einige Genossenschaften bieten auch die Möglichkeit, sich kostenlos auf Wartelisten eintragen zu lassen. Wenn du zwischen Kauf und Miete schwankst, ist es sinnvoll, das Verhältnis von Kaufpreis und Mietspiegel zu berücksichtigen. Dies kannst du tun, indem du vergleichbare Objekte auf Immobilienportalen sowohl zum Kauf als auch zur Miete suchst.
Die Vergleichsobjekte sollten ähnliche Größe, Alter, Lage und Ausstattung aufweisen. Teile dann den Kaufpreis der Wohnung durch die Jahreskaltmiete der vergleichbaren Wohnung. Eine Faustregel besagt, dass Kaufpreise bis zu einem Faktor von 20 noch als günstig angesehen werden können, während Preise ab 25 als recht teuer gelten. In Bezug auf das Mieten können Mietervereine nützlich sein. Diese bieten Schutz, insbesondere wenn du rechtlich gegen deinen Vermieter vorgehen musst. Die Rechtsberatung eines Mietervereins ist oft gegen eine geringe Selbstbeteiligung verfügbar, die in der Regel niedriger ist als der jährliche Betrag, den du für eine Haftpflichtversicherung zahlst. Im Jahr 2016 nutzten 1 Million Mieter in Deutschland die juristische Beratung von Mietervereinen und in jedem vierten Fall führte dies zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Zusammenfassung zum Buch von Uta Seidenspinner Wohnwahnsinn. Die Wohnungskrise in Deutschland ist das Ergebnis von Fehlentscheidungen des Gesetzgebers, mangelnder Transparenz in Immobiliengeschäften und einer Welle von Privatisierungen. Dies hat zu einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum geführt. Die Zurückhaltung des Staates und die Dominanz der Rendite- und Gewinnlogik haben den Wohnungsmarkt geprägt. Es gibt jedoch bereits Ansätze zur Behebung dieser Probleme und Wohnungssuchende können sich selbst helfen. Eine Möglichkeit ist die Nutzung von Diensten wie der Mieterengel-App, die rechtliche Unterstützung durch Partneranwälte bietet. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!